Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, es gibt mal wieder ein Wettbewerbs-Gameplay auf den Weltraum-Maps Artifact X, VMD Lab und Ground Zero. Ein Gameplay zu genau diesen Maps hatten wir letzte Woche auch schon, allerdings haben wir da Mods genutzt. Diesmal nutzen wir keine Mods. Ich möchte euch einfach zeigen, dass man auch komplett ohne Mods spielen kann, man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen, es gibt keinen Grund, irgendwie aus allen Wolken zu fallen. Ja, meine Meinung zu den Mods hat sich jetzt tatsächlich innerhalb der letzten Tage etwas gedreht, wie ihr jetzt ja auch am Video von Montag schon oder im Video von Montag schon gehört habt. Einfach weil ich mich noch etwas mehr mit der Materie auseinandergesetzt hatte und ich muss sagen, ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Klar ist es noch doof, wenn es nach mir ginge, wären die Mods auch nicht da und würden auch wieder verschwinden. Aber wir sind nun mal da, wir müssen uns jetzt damit arrangieren und es gibt trotzdem noch einen Weg, wie man einfach mit denen zocken kann. Und das werde ich euch heute auch beweisen, weil sonst heißt es, Content Creator muss die Meinung von Plarium vertreten. Und um eben auch zu zeigen, dass das, was ich sage, nicht einfach nur von oben befohlen wurde, sondern dass es halt auch tatsächlich so ist, machen wir heute dieses Gameplay. Heute gibt es wieder jeweils zwei Runden zu jeder Map. Da ich dieses Gameplay-Video allerdings recht spät aufnehme, ist es nicht so, dass wir 1, 2, 3, 1, 2, 3 machen, sondern wir machen 2, 2, 2. Das heißt, wir spielen jetzt zweimal Artifact X, zweimal VMD Lab. Zweimal Ground Zero. Wir starten mit Artifact X und so sieht das Setup aus. Ich habe dabei hier den Surge mit den Storm Rack 12, ganz klassisch. Dann habe ich hier noch dabei mit einer 16-8er Kombi Storm Racks den Aegis. Dann spielen wir den Bastion mit der Minigun als Backup. Den Eclipse mit den Revokern, der ist ja momentan echt unabdingbar. Und zu guter Letzt, auch absolut Backup, ist der Nomad mit den Disruptern. Würde ich sonst eigentlich nicht zocken, aber mir ist ehrlich gesagt gerade nichts Besseres eingefallen. Den werden wir wirklich nutzen, wenn es hart auf hart kommt und ich nichts anderes mehr habe. Gut, wir stratzen mal los, zwei Runden am Stück und schauen mal so, ja, wen wir so bekommen. So, erste Runde. Schauen wir mal. Wir haben OG Ghost. Okay, auch nicht schlecht. Das ist gar nicht mal so unbekannt. OG ist ein relativ bekannter Clan aus dieser Turnierspielerszene. Und auch der gute Ghost ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir gehen los mit unserem Surge und den Stormrax. Leuchten hier mal ordentlich rein und gucken, dass wir hier das, dass wir zumindest die Schilde runterkriegen. Kills haben wir keine gemacht. Ja, wie ihr sehen könnt, spiele ich hier komplett ohne Mods. Kein einzigen Mod drauf, die Gegner schon. Natürlich jetzt auch nach dem Update von Plarium ein paar epische Mods. Aber auch legendäre Mods sind nach wie vor am Start. Hier ist auch irgendwo ein Seeker unterwegs. Ah, da ist er ja. Der gute Ghost, erstmal weg damit. Damit wäre der Seeker auch erledigt. Wir wechseln mal kurz den Mech, weil der Surge ist ohnehin gleich tot. So, dann spielen wir hier den Eclipse mit den Revokern. Größte Gefahr für ihn ist ein anderer Revoker, wie zum Beispiel der Onyx da hinten. Das kann wirklich gefährlich werden, wenn man da nicht aufpasst. Gut, den haben wir aber weg. Und wir führen momentan mit 9 zu 6. Der gute OG Ghost spielt, glaube ich, auch gar keinen Mod. Das ist teilweise so, dass man, obwohl man selber keinen Mod spielt, auch gegen Echtspieler spielen muss, die gemoddet sind. Die sind dann zwar nicht besonders gut gemoddet, aber sie haben trotzdem ein paar drauf. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war eine Savant. Savant mit... Oh, ouch, ouch, ouch. Okay. Also Savant mit Mods ist gar nicht so gefährlich. Da eignet sich die Savant nur noch, um die Schilde runter zu kloppen. Wenn man die Savant allerdings abbekommt und man hat keine Mods drauf, dann kann das ziemlich, ziemlich bitter werden. So, gut. Wir sind jetzt unterwegs hier mit unserem Aegis, dem schönen Lion Guard Skin. Immer noch mit einer der schönsten Skins im ganzen Spiel. Und eine 16-8er Kombination des Stormrax. Wir führen mit 2 Kills, 13-11. Wir haben noch 16 Sekunden. Oh, nur noch ein Kill, okay. 2 Kills vorne dran. Schauen wir mal, ob wir das halten können. Es kann noch viel passieren in den 10 Sekunden. Oh, nur noch ein Kill. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Und. Komm. Oh, 14-14. Eieiei. Oh, das geht in die Nachspielzeit. Wir haben 30 weitere Sekunden. Boah, das war knapp. Wenn da das Schild nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt gestunt und definitiv tot gewesen. Und ja, gut.
Warum habe ich es nur verschrieben? Okay. Als nächstes gehen wir mit unserem, ja, wir gehen mal mit den Disruptern los. Das ist eigentlich nur so ein kleines Backup-Ding. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also, na, kann man jetzt nicht übermäßig viel mitreißen. Im Teamplay funktioniert die Waffe noch relativ gut. Wenn man alleine unterwegs ist, sollte man allerdings Abstand davon nehmen. Trotzdem noch einen Kill damit gemacht mit 3 Kills. In Führung gewonnen, also doch halbwegs souverän. Wir gehen wieder los mit unserem Search, dashen direkt nach vorne und er spielt Potgun. Okay, der versucht hier hinten über den Splash, der dann von der Wand erzeugt wird, ein paar Leute rauszuholen. Gott sei Dank hat er mich damit nicht erwischt. Wir verkriechen uns mal ins Eck, werden auch schon wieder von der Wand angepeilt. Und First Blood, sehr gut. So, er hat immer noch die Potgun. Er hat leer geschossen, da können wir mal kurz nach vorne und hier den Redox rausholen. Wir führen 3-1, sehr, sehr schön. So, man sollte beim Spiel noch immer die Minimap im Auge behalten, darf man nicht vergessen. Ist eine Sache, die ich mir tatsächlich auch erst sehr spät in meiner Spielerkarriere angewöhnt habe, leider Gottes. Hätte mir damals auf jeden Fall viel erspart. Er versucht mich hier rauszuholen. Ihr seht, die Podcasts, die fliegen immer wieder in meine Richtung. Na, jetzt bin ich getötet worden von... Ah, okay, von dem Sentinel mit den Emerald 10. Gut. Gleichstand. Müssen wir was machen. Gehen wir mal wieder los mit unserem Eclipse und den Revokern. Also gegen den hat der Sentinel natürlich keine Chance, insbesondere mit seinen Snipern nicht. Und ihr seht, es ist alles machbar. Also man kann hier spielen ohne Mods, es ist kein Problem. Es hat eigentlich, ja, es ändert sich eigentlich nichts. Alles, was man halt wirklich machen muss, man sollte auf jeden Fall eine Revoker dabei haben. Wenn man keine Revoker hat, ist das natürlich kein Weltuntergang. Die meisten Endgamer haben auf jeden Fall eine Stormrag, das ist noch ganz gut. Minigun kann man machen. Auch eine Railgun würde hier noch gut funktionieren. Ich empfehle da immer noch die 12er auf Search. Da kann man zumindest die kleinere... Oh, wow, okay, das war hart. Da kann man zumindest noch die kleineren Mechs rausholen tatsächlich. Wenn man sie stunt hinter ihnen geht und dann halt zweimal in den Rücken schießt. Ein Eclipse, egal wie hoch der gemoddet ist, ist dann draußen. Bei den Tanks wie Bastion oder so sollte man das natürlich nicht machen. Da geht das nicht mehr, das ist schon klar. Ich möchte damit auch gar nicht sagen, dass die Waffen jetzt noch so gut spielbar sind wie früher. Sie haben schon einiges an Performance eingebüßt, das muss man schon sagen, insbesondere die Sniperwaffen, aber sie sind halt immer noch handelbar, sage ich mal. Und da haben wir auch die zweite Runde für uns entscheiden können. Schauen wir mal, wie es insgesamt gelaufen ist. Ich bin First und Second MVP mit insgesamt 10 Kills, 5-5 aufgeteilt. Ghost ist Third MVP mit Orion. Insgesamt haben wir 15 Kills gemacht, ein paar Aufgaben haben wir auch noch erledigt. Ja, und er hat 10 Kills an den Start gebracht. GG! So, Runde Nummer 2. Oh, Omen Abdulhamin. Sehr schön. Lauter namhafte Spieler heute. Ja, aber ich würde sagen, wir fahren erstmal die gleiche Taktik. Gehen hier mit unserem Search los. Ich bin gespannt, ob der gute Abdulhamin. Oh, okay, der spielt hier Disruptor auf Lacewing. Ob der hier Mods nutzt oder ob der auch komplett ohne Mods spielt, wie der OG-Typ vorhin auch. Das konnte ich jetzt bis gerade nicht sehen. So, der hüpft da hinten schön fleißig. Oh, da ist ein Surge. Den müssen wir direkt wegholen. Weil ohne Mods sind Disruptor natürlich ziemlich tödlich. Insbesondere, wenn sie von Bots stammen. So, dann schauen wir mal. Da hinten ist einer gemarkt. Wir könnten vielleicht mal hinten rumgehen. Ja, komm. Und. Okay, ja, auf jeden Fall, der Lacewing hatte keine Mods drauf. Haben wir rausgeholt. Wir führen momentan 3-0. Ja, also Lacewing und Disruptor ist, glaube ich, das allerletzte, was ich hier spielen würde. Keine gute Option, beziehungsweise keine gute Wahl gewesen, was er da gemacht hat. Na, schade, ich dachte, ich könnte noch schnell genug wechseln, habe ich aber nicht mehr hinbekommen. Ach ja, der Freedom Guard Skin, sehr schön. Gut, wir gehen weiter mit unserem Eclipse und den Revokern. Momentan führen wir mit einem Kill vorne. So, dann hauen wir hier auf jeden Fall noch direkt den Panther weg. Oh, da ist der Abdulhamin mit seinem... Ach, scheiße, da ist noch das Pentanetz davor. Ja, hier eine Nomad mit Ambergun. Kann man machen. Zocke ich auch noch ab und zu. Ich habe ihn jetzt halt diesmal mit Disruptor dabei, aber normalerweise spiele ich ihn auch mit Ember. Auch mit Mods tatsächlich, also beziehungsweise gegen Mods in dem Sinne dann. Aber es funktioniert auch noch, ne? Kann man auch noch machen. Ist natürlich auch, dahingehend schwieriger geworden, dass man halt auch öfter auf den Gegner schießen muss und halt auch nicht mehr so krass damit rushen kann. Man muss am Anfang so ein bisschen im Hintergrund bleiben und erst wenn der Schild weg ist, kann man dann wirklich drauf losgehen und den mit aller Gewalt wegbumsen sozusagen. Aber man kann es noch spielen. So, erste Runde geht auf jeden Fall an uns. Wir sind noch gestunt worden, macht aber keinen Unterschied mehr. 4 Kills
vorne dran, haben wir es relativ souverän hinbekommen. Ja, wir machen ganz klassisch weiter, Never Change a Running System. Ich weiß, dasselbe zu machen ist übrigens gar nicht so gut. Das habe ich, jetzt bin ich geblendet. Das habe ich früher anders gemacht. Ich habe früher jede Runde tatsächlich anders gespielt. Das war auch besser, ne, von der Taktik her. Durch die Tatsache, dass ich halt häufig das Gleiche mache, wenn es funktioniert, bin ich ein bisschen, ja, man kann mich jetzt halt gut einschätzen. Ich bin ein bisschen vorhersehbar geworden. Aber ja, mein Gott, solange es halt funktioniert, ist das auch in Ordnung. Ne? Also wirklich ändern tue ich das immer nur, wenn ich dann gegen Gegner spiele, wo ich merke, okay, das ist echt schwierig und das funktioniert so nicht. Dann mache ich in der anderen Runde meistens dann was anderes. Aber das muss ich mir wirklich wieder angewöhnen, dass ich hier generell wieder ein bisschen mehr Abwechslung ins Gameplay bringe, dass ich die Runden auch dann anders anfange. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir eingeschlichen hat, dass ich das nicht mehr mache. Vielleicht etwas zu erfolgsverwöhnt. Ich kann es nicht sagen. Ich don't know. So, jetzt schauen wir mal. Was ich die Woche auch noch einführen möchte, die Idee kommt mir jetzt hier gerade ganz spontan, ist, am Ende eines solchen Gameplay-Videos möchte ich auch immer noch einen Wochenbericht machen, ne, wie es dann am Ende ausgesehen hat, wenn ich durch bin am letzten Spieltag, wie da meine Winrate ist, wie viele Kills ich gemacht habe und so weiter und so fort. Das werden wir hier am Ende des Videos auch noch einfügen, deshalb bleibt dran. Bin selber gespannt, ich weiß es ja noch nicht. 7-7 für den Moment. Könnte also noch in jede Richtung. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, aber mein Bot hat geregelt. Sehr schön. So, dann gehen wir mal los mit unserem Aegis. Aegis wird es schon richten. 13 Kills. Der Abdülhamin, der hat aber nicht viel gekillt bekommen. Aber gut, ich weiß nicht, was hat er denn sonst? Was hat er dabei gehabt? Lacewing mit Stormrack, dann noch einen Nomad mit Embergun. Was hat er noch dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich halt gar nicht drauf geachtet, aber gut, ja gut, die Runde ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Und somit haben wir auch die zweite Runde für uns entscheiden können. Sehr, sehr schön. Wir sind First MVP mit 8 Kills. Abdülhamin ist mit Solis und Plopgun oder Potgun. Second MVP mit 2 Kills, 14 Kills, insgesamt 267 Punkte. Und der gute Abdülhamin hat insgesamt 5 Kills auf dem Kasten gehabt. So, wir sehen uns dann zur nächsten Runde. Ja, meine Freunde, jetzt geht's an VDM Lab. Meine damals unbeliebteste Map. Mittlerweile mag ich Artefakt weniger als VMD Lab, aber ja, was soll's. Jetzt spielen wir auf jeden Fall zweimal VMD Lab. Und ehrlich gesagt hat sich am Equipment fast gar nichts geändert. Die einzige Änderung ist, dass wir hier den Nomad mitnehmen mit den Ember Guns. Und ansonsten haben wir halt nur zwei Skins geändert. Der Nomad hat jetzt den Dark Matter drauf. Und der Aegis, den Iron Geisha. Ansonsten ist alles gleich. Wir gehen los und gucken mal, was uns so erwartet. Ja, meine Freunde, erste Runde des zweiten Tages, VMD Lab. Wir gucken mal, was wir heute reißen können. Wir spielen gegen hier Civic Kanister Kopf, kann ich nicht aussprechen, .de. Also ich kenne den Spieler auf jeden Fall. Den gibt es auch schon ziemlich, ziemlich lange. Und der ist normalerweise kein Problem. Das bezieht sich allerdings auch hauptsächlich auf die Retro-Maps von früher. Und das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob euch die schon mal aufgefallen ist, aber ich denke mal, das fällt halt eher Spielern auf, die sehr, 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 sehr viel zocken und dann auch sehr häufig die gleichen Gegner kriegen oder auch immer mal wieder. Und zwar insbesondere Spieler, die halt auf den älteren Maps gar nicht so gut performen, wie halt jetzt auch eher. Die machen dann doch ein bisschen mehr Probleme auf den neueren Maps. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass man die neueren Maps vielleicht selber nicht so gut spielen kann. Oder keine Ahnung, dass die Maps denen einfach mehr liegen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die ich beobachtet habe. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass diese Reihe hier, ich nenne sie gerne die Weltraumreihe, also Artifact X, VMD Lab und Ground Zero, dass das wirklich nicht meine Lieblingsreihe ist. Na, mittlerweile geht's, mittlerweile kann ich die Maps wirklich stabil zocken, auch mit höheren Abschusszahlen und so weiter. Aber früher war das halt echt kritisch, insbesondere zu der Zeit, wo halt die Disc-Launcher noch Meta waren. Denn die Disc-Launcher, also die Maps, alle drei hatten einfach wahnsinnig beschissene Hitboxen. Und obwohl der Disc-Launcher wirklich einen enormen, da kommt ein Sieger, obwohl der Disc-Launcher wirklich einen enormen Radius hatte damals, hat es teilweise nicht gereicht, um den Gegner zu erreichen. Das war halt wirklich anstrengend, dann standst du da nur hinten, hast dann vielleicht 5, 6, 7 Kills gehabt am Ende des Spiels. Das war wirklich ätzend, ne?
Also dadurch, dass jetzt halt die Disc-Launcher nicht mehr so meta-relevant sind, ist es tatsächlich dahingehend besser geworden, dass man die Maps jetzt anders spielen kann und dadurch liegen sie einem auch mehr und sie machen auch ein bisschen mehr Spaß. Was allerdings nicht bedeutet, dass der Disc-Launcher-Nerf jetzt besonders toll wäre. Hoppla, da bin ich über den Haufen geschossen worden. Das, was ich übrigens gerade gesehen habe, war der Iron Geisha-Skin. Den kennt ihr bestimmt auch. Ach, ist schon bestimmt zweieinhalb Jahre her, da war der mal in so einem Tresorrausch und witzigerweise, den gibt's auch nirgends mehr, ne? Den kannst du auch nicht aus dem Glücksschlüssel-Tresor ziehen, ganz eigenartig. So, erste Runde haben wir für uns entschieden, wir gehen wieder direkt los mit unserem Eclipse. Gucken wir mal, wie die zweite Runde läuft. Ja. Niemand hier, keiner zu Hause. Ah, doch, da hinten ist einer. Oh, eine Spinne, was habt ihr drauf? Ich kann's nicht erkennen. Ah, Minigun, okay, gut. Ja gut, da muss ich warten, bis ich wieder getarnt bin. Minigun ist cool, wenn du getarnt bist mit Eclipse, ist ein Gegner mit Minigun das Beste, was dir passieren kann. Eben weil er durch die Minigun seinen Turm nur langsamer drehen kann, kannst du den relativ gut umtänzeln und den dann eben dem Erdboden gleich machen, wenn man so möchte. So, 4-4 steht's, okay. Müssen wir gucken, noch 1,5 Minuten. Ach, da ist schon wieder die blöde Ember Gun. Ja, die Ember Gun ist, wie gesagt, natürlich, wenn ihr nicht gemoddet seid, ist die nach wie vor tödlich. Also für euch gelten da ein bisschen andere Regeln als für die gemoddeten Bots. Waffen, die den Bots jetzt nicht so viel ausmachen, weil die ja gemoddet sind, sind für uns absolut tödlich. Und dazu gehört eben auch die Waffe. Oh nein, komm. Ach, scheiße, ja, der hat ihn da mich richtig schön weggeholzt. Mit seinem Eclipse und den Minigun 12. Ja, gut. Das ist eine Kombi, die werde ich auf der Map morgen spielen. Da werde ich nämlich die die Revoker, die werde ich da auf Nomad packen wahrscheinlich und dann eben die Miniguns auf Eclipse. Das funktioniert da ein bisschen besser. Da werde ich auch Lacewing einsetzen, weil da gibt es eine recht gute Stelle auf dem Dach. Aber dazu kommen wir dann morgen, wenn es soweit ist. Heute spielen wir noch VMD Lab. Das war sowieso ein also für Disc Launcher war die Map hier der absolute Albtraum, weil hier in der Mitte von der Halle so viel Gekröse rumstand, dass du halt kaum richtig irgendwo hinschießen konntest, wo der Gegner stand. Also das war immer, ouch, hat mich gerade ein Redox, nee, Gott sei Dank, das wäre ja blamabel gewesen. Es war wirklich schwierig damals auf jeden Fall. Gut, dann nehmen wir mal den Ember Gun Dingsbums hier mit, den Nomad, und sterben auch direkt. Aber hey, wir haben vorher noch einen Kill gemacht, sehr schön. So, 2-1 mit 2 Kills in Führung, können wir auch die zweite Runde für uns entscheiden. Sehr, sehr schön. First MVP und ja, das war's mit 13 Kills auf Eclipse. Sehr, sehr schön. Er hat aber auch nicht schlecht gespielt mit 9 Kills. Insgesamt 18 Kills, 342 Punkte. Und er hat insgesamt 14 Kills. GG. So, Runde Nummer 2. Schauen wir mal. Oh, ATP. Der arme Vogel, du. Der tut mir richtig leid. Der hat das schon voll oft gegen mich herhalten müssen. Und der hatte heute auch ein 1 gegen 3 gegen mich, Buddy und Mambo. Das hat ihm bestimmt keinen Spaß gemacht, wie auch immer das Matchmaking zustande kam. Und jetzt wieder. Ja gut, dann schauen wir mal. Der geht gerne nach Schema F vor. Das heißt, er macht halt auch immer das Gleiche. Das heißt, er ist relativ gut vorhersehbar, was er wohl tun wird. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier einen guten Vorsprung uns erarbeiten. Am besten natürlich direkt mit Eclipse, das ist hier übrigens auch eine relativ gute Ecke für den Mech. Auch wie gesagt, wenn ihr halt keine Mods spielt, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann ist das halt mega cool. Da könnt ihr hier drin, könnt ihr euch gut vor den Bots verstecken, weil hier an der Rampe sehen die euch tatsächlich relativ spät. Das heißt, ihr könnt noch gut Schaden machen, bevor sie euch attackieren. Und ihr könnt hier ein bisschen Corner-Shooting machen. Und oh, da kommt der Surge mit den Ember Guns, den er gerne dabei hat. Gut, dass wir den schon direkt rausbekommen haben, denn den spielt er tatsächlich gar nicht schlecht. Ne? Also der kann ganz schön für Ärger sorgen, wenn man da nicht aufpasst. Ja, Ember Gun, was soll ich sagen? Habe ich, glaube ich, schon in einer der letzten Runden erwähnt. Ember Gun ist nach wie vor, kann man das spielen. Ich habe ihn heute auch dabei, also die Ember Gun, auf meinem Nomad. Und ist natürlich nur ein Backup, ist jetzt nichts mehr, was man so hauptsächlich spielt. Aber ja, wir nutzen ihn auf jeden Fall. Und also wenn zum Beispiel irgendwo ein paar Gegner angeschossen sind, schon ein bisschen beschädigt sind und so weiter, dann kann man da wirklich einen krassen Killstreak hinlegen, dann rusht man da durch und hat direkt 5 Kills oder so, alles schon gehabt. Selbst wenn die Gegner noch full life sind und man ein bisschen vorsichtig spielt, kann man tatsächlich trotzdem den Gegner eben wegmachen.
Und da haben wir auch schon den Brickhouse von ihm weg mit seinen Nate Launchern. Das ist zum Beispiel auch so eine Kombi, die würde ich nicht spielen. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Nate Launcher macht schon ordentlich Damage. Oh, das war der Revoker. Er macht schon ordentlich Damage. Und dann halt noch hier die Verstärkung von Brickhouse. Ich verstehe die Idee dahinter, aber es ist halt nicht gut umgesetzt. So, und jetzt gucken wir mal. Noch ein Schuss, dann ist er, Runde zu Ende. Okay, aber wir haben mit 2 Kills Vorsprung gewonnen. Schauen wir, wie es nächste Runde läuft. Wir gehen direkt wieder los mit unserem Eclipse und den Revokern wieder hier schön in unser kleines, gemütliches, rot beleuchtetes Versteck. So, gut, er kommt auch direkt hier mit was hat er da drauf? Miniguns? Ach, nee, der Embergun drauf. Autsch, okay, das ist natürlich böse. Ja, Embergun, das ist, autsch, das tut weh. Da antworten wir jetzt einfach mit unserer Embergun drauf. So, wie hat er das überlebt? Okay. So, okay, wir haben ihn, zack, 1, den holen wir uns auch gleich weg. Und der hat noch ein, hier seht ihr, der hat noch ein komplettes Schild. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein, bis der Schild weg ist. Zack, jetzt ist der Schild weg, jetzt können wir hier vor. Und natürlich wurden wir vom Surge gestunt und wurden weggeschossen. Das nennt man Vorführeffekt, aber ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich meine. Einfach ein bisschen hinten bleiben, einfach erstmal den Schild runterschießen mit 1, 2, beim ganz starken Schild vielleicht 3 Schüssen. Und dann könnt ihr da rein dashen und eben den Gegner fertig machen mit den Ember Guns. So. Dann holen wir uns jetzt den Kameraden hier. Ach, blöd. Ach du Scheiße, das war jetzt nicht gut. Ah, okay, sein Search ist auf jeden Fall low, aber der muss auch weg. Der muss definitiv weg, weil der stört gewaltig. Mit dem kann der echt eine Menge Schaden anrichten. Aber wie wir sehen, hat einer unserer Bots ihn gerade beseitigt. Das ist sehr gut. Wir führen momentan um einen Kill. Jetzt sind wir mal hier ein bisschen unterwegs mit unserem dicken Bub, ne? Mit unserem Bastion und den Miniguns. Da können wir auch einiges noch weghauen. Schauen wir mal. Zack, weg. Da ist der nächste. Weg. Was haben wir hier oben? Komm. Weg. Steht. Ja, ich hab's aber noch hinbekommen. Er ist tot. So, dann ist er jetzt hier mit seinem Bastion und dem Stormrack. Wir haben nur noch einen Bot. Ja, wurden tatsächlich gut ausgedünnt. Und kriegen wir noch? Nein, echt jetzt. Es gibt sogar Nachspielzeit. Krass. Ja, da muss man jetzt richtig aufpassen. Ich darf jetzt nicht sterben, ne? Sonst bin ich bot out. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Schauen wir mal. Doch, und ausgerechnet jetzt kommt noch ein Revoker, Alter. Nicht dein Ernst. Komm. Oh, der überlebt es. Weg. Oh, jetzt kommen hier die Nades. Oh, du Scheiße. Boah, das war jetzt echt noch knapp am Ende. Holy moly, war das knapp am Ende. Das hätte jetzt auch gerade noch ganz anders ausgehen können. Es hätte noch unentschieden werden können am Ende. Krass, wir sind First und Second MVP mit 4 und 6 Kills. Insgesamt 15 Kills, 319 Punkten. Und unser Kollege Schnürschuh ATB hat, Trommelwirbel bitte, 9 Kills. Ja, auf die Reihe gebracht. Ja, jetzt spielen wir noch 2 Runden Ground Zero. Unser Setup sieht folgendermaßen aus. Zum einen haben wir hier den Nomad mit den Revoker 12. Die habe ich hier getauscht. Normalerweise sind die immer auf Eclipse. Hier nicht, da mache ich das anders. Da kommen die eben auf Nomad. Auf Eclipse habe ich dann dafür eben hier die Miniguns. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass man das so gezockt hat. Dann haben wir auf jeden Fall noch dabei den Seeker mit Fragment Guns. Ist eher so semi-effektiv, alleine spielt man eher im Team, aber gut, wir nehmen ihn mal mit. Dann haben wir dabei den Nomad mit einer 16-8er Kombi aus Stormrax. Und ganz am Ende nochmal mit Stormrax 12, auch sehr selten zu sehen hier im 5-5 Gameplay. Der Lacewing leider noch ohne legendären Skin, weil es einfach noch keinen auf dem Live-Server gibt. Da kann man eben seitlich gut aufs Dach und da ein bisschen dominieren, deswegen packe ich den ja auch mit. Jetzt legen wir mal los und schauen, wen wir so bekommen. So, schauen wir mal. Wen kriegen wir? Wir haben NMUA Faday. Okay, kenne ich nicht, noch nie gehört von dem. Wir gehen auf jeden Fall los mit Lacewing direkt links oben aufs Dach und schauen mal, was man da oben so reißen kann. Man kann hier übrigens auch mit einem Sprung drauf, ne? Just saying. Ich habe ja letztens so einen Short gemacht und da hat natürlich sofort ein Abonnent gesagt, ja, da kommt man auch mit einem Sprung drauf, weil ich habe es doch mit 2 gezeigt. Ja, man kann auch mit einem Sprung drauf, das ist vollkommen richtig. Danke für die, Korrektur an der Stelle auch nochmal. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Müssen wir erstmal den Fade hier rauskriegen, weil die Nate Launcher, die sind relativ gut dafür, jemanden hier oben rauszuschießen. Egal, ob es die Cryo Launcher oder die Nate Launcher selber sind, Savant funktioniert auch ganz gut. Natürlich nur, wenn der Gegner nicht gemoddet ist.
Aber es gibt so ein paar Wege, wie man hier oben halt den dann doch noch rauskriegt. Mit denen bin in dem Fall wohl ich gemeint. Genau, und da haben wir übrigens auch eine Variante, nämlich Sniper. Blöder Bot, okay. Bin ich erstmal rausgeschossen worden. Jetzt schauen wir mal, da gehen wir auf jeden Fall direkt weiter mit unserem Eclipse. Nehmen hier ein bisschen die Minigun mit. So, sehr schön, sehr schön. Gut, dann schauen wir mal. Dann hier fertig. Ich glaube, nächste Runde. Vielleicht packe ich nächste Runde statt meinem Seeker noch den Solis ein. Bin ich gerade am überlegen. Vielleicht baue ich dann nochmal um. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ich mache deswegen jetzt dann nicht nochmal irgendwie eine Zwischenaufnahme oder so. Aber vielleicht habe ich nächste Runde noch den Solis dabei statt dem Seeker. Mal gucken, weil ich glaube nicht, dass der mir hier im Einzelkampf wirklich hilft, weil ich habe ja meine Fragment Gun drauf ausgebaut und Solis ist, nicht Solis, sondern Seeker ist schon gut, aber halt auch wieder mit Revoker am besten. Mit der Fragment Gun, da kriegst du halt kleine Mechs weg, relativ schnell, auch wenn sie gut gemoddet sind, aber trotzdem, bei den großen wird es halt schwierig, weil die drehen sich dann zu schnell um und dann hast du halt den Blockadeschild vorne dran und den kriegst du mit den Frags nicht gut weg. Das heißt, der Seeker, so wie ich ihn spiele, der ist halt eigentlich nur noch fürs Teamplay gedacht, ne, dass man dann halt kleinere, schwächere Mechs, ungemoddete Gegner oder eben beschädigte Mechs rausholt. Aber ansonsten ist der halt nicht mehr spielbar. Deswegen vielleicht nächste Runde Seeker, Solis meine ich. Oder ich lasse ihn mal gucken. Erste Runde haben wir auf jeden Fall souverän für uns entschieden. Wir gehen hier direkt wieder hoch. Zack und hopp. Und schauen mal, ob wir das Ganze wiederholen können. So, Fedei oder wie heißt Fadei, ist direkt draußen. Eieiei, die Bots, die rushen hier schon wieder durch. Also bei der Map ist das ganz, ganz tückisch. Wirklich, manchmal da denkst du, du guckst nicht richtig. Auf einmal stehen die bei dir in der Base. Wie hier, seht ihr das? Die laufen einfach in unsere Base, als wäre es nichts. Keiner hält sie auf. Es interessiert keinen. Die stehen da einfach. Und die eigenen Bots, ja, die akzeptieren das mit so einem Achselzucken. Das ist schon wieder so eine Runde, da denke ich mir, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn die eigenen Bots halt nichts machen, außer die Zunge im Maul zu haben und geradeaus zu gucken. Das habe ich richtig gefressen. Und da wurde ich auch schon gestumpt. Das heißt, da wird wohl irgendwo ein C4 sein. Au, 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 ei, jetzt bin ich runtergeschossen worden von da oben. Ja, das ist natürlich auch bitter, wenn ich so eine Quantum Gun erwische, da kommst du halt nicht mehr rechtzeitig weg. Leider Gottes, wir gehen direkt mal rein mit unserem Eclipse. Der Gegner führt um einen Kill. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt wieder. Komm raus. Ah, ich darf nicht so viel wollen. Das ist dann, wenn er dann so wirklich stark beschädigt ist und er haut mir dann in der letzten Sekunde ab, dann tendiere ich mir mal dazu, hinterher zu laufen, weil es mich aufregt. Dann sterbe ich dabei. Das ist doof. Muss ich aufpassen. So, den haben wir auf jeden Fall erwischt. Ich bin jetzt selber auch ziemlich low. 8-7, wir führen momentan noch. Hier, Fidei, den können wir rausholen. Fadei heißt der, nicht Fidei, Alter. Ich kriege den Namen einfach nicht gebacken. Ich weiß nicht, irgendwie will mein Gehirn das nicht so wirklich syntaktisch in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. So. Dann nehmen wir auf jeden Fall unseren Search. Hier sind wieder irgendwo. Sind hier wieder Nates. Oh, 10-10. Ach, herrje. Okay, Nachspielzeit. Und ich bin gekillt worden von Fadei. Ja, der spielt ja den Guardian mit den Nate Launchern. Jo, das ist natürlich. Jo, das ist natürlich kritisch. Gut, 12-12, 18 Sekunden. Oh, einen Kill liegen wir hinten dran. Jetzt wird's aber kritisch. Jetzt wird's kritisch. So, jetzt gucke ich mal, ob wir den da irgendwie. Ah! Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss was machen, aber ich krieg. Komm, zack, jawohl. Nein. Ernsthaft jetzt? Och, leck mich doch am Arsch. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Gut. Wir gehen ja natürlich erstmal wieder direkt mit unserem Lacewing hoch. Oh, also das war jetzt bitter, wirklich, um diesen einen Kill in dieser letzten Sekunde, ne? Oh, war das bitter. Das war richtig bitter. Okay. Jetzt schauen wir mal, wo ist denn eigentlich dieser Fade? Erstmal holen wir jetzt den Brickhaus hier raus. Der ist ja eh schon low. Da hinten steht auch noch irgendwas. Ja, richtig. Das ist auch gleich weg. So. Zack. Wo ist denn? Ach, da unten ist er. Okay, ja gut, da kriegen wir ihn easy raus. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein blöder Punkt, sich da hinzustellen, wenn er schon weiß, dass ich auf dem Dach bin. Okay, auf dem Dach war. Es tut mir leid, ich habe es wieder verschrien. Aber egal. Gut, wir gehen dann mal wieder los mit unserem Eclipse. Der müsste jetzt dann wahrscheinlich auch bald wieder mit seinem Guardian rauskommen. Schauen wir mal, ja, natürlich, da oben steht er auch schon.
Wir dürfen auf keinen Fall zu nahe kommen, weil die Minigun braucht eine Weile, bis sie nachgeladen hat. Da hat er sich verschätzt. Da hat er sich verschätzt mit der Entfernung. Aber was wie so ein Bot hat er sich gerade versteckt. Habt ihr das gesehen? So richtig gut, so schwupps und weg war er. So, dann gucken wir mal. Das, oder? Och nö, ja gut. So viel zum Quick Respawn. Na schön, dann gehen wir weiter mit unserem Nomad und den Revokern und schauen mal, was wir damit reißen können. Momentan sind wir einen Kill in Führung. Ach, das ist ein Search, das ist Ufbase. Erstmal weg hier. Komm schon. Komm schon, das ist nicht dein Ernst. Nein, ich bin schon wieder draufgegangen. Redox mit Disc Launcher 16, Alter. Wahnsinn. Das Ding kannst du eigentlich gar nicht mehr spielen, aber hey, okay. So. Komm. Du stirbst jetzt. Jawohl. Ja, nein. Ich hab verloren. Scheiße. Oh, meine Herren. Mann. 18. Ich habe doch 18 Kills allein schon auf den MVP-Slots gehabt. Wie kann das denn sein? Ich habe 23 Kills, ich habe fast 350 Punkte. Wie konnte ich denn das verlieren? Alter, finde ich. Er hat nur 9 Kills. Nur 9? Wie kann das denn? Egal. Nächste Runde. GG. So, Runde Nummer 2. Wir spielen gegen Itbad Mandria von Diabolical Beasts. Ja. Gegen die hat die GmbH ja auch im Macarena Community Cup gespielt. Und was soll ich sagen, mich regt diese Runde immer noch auf, die ich gerade verloren habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte 23 Kills, 23 ist eine 2 mit einer 3 dran. Und der Gegner hatte gerade mal 9, das ist noch nicht mal zweistellig, 9 Kills. In Zahlen, in Worten auch. Und er hat trotzdem gewonnen. Das sind so diese Spiele, die mir richtig zum Hals raushängen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich verliere. Aber dann doch bitte gerecht und fair. Und dadurch, dass der gegnerische Spieler besser performt hat als ich und nicht so, nur weil die Bots hier irgendwie Mitleid bekommen haben, also meine eigenen und wieder nichts unternehmen. Oh, nee, da könnte ich wirklich kotzen nochmal. So, jetzt konzentrieren wir uns aber auf das Spiel, damit wir hier die Runde jetzt nicht auch noch am Ende verlieren. Ja, Lacewing auf dem Dach mit Stormrack 12. Was gibt es Besseres, außer natürlich einen Lottogewinn? Vermutlich nichts. So, schauen wir mal. 4-3 steht's. Wo ist eigentlich hier Itbad Mandria oder so? Ich sehe den oder die nirgends. Egal, wahrscheinlich irgendwo getarnt mit Eclipse oder so. Oder direkt unter mir, da kann ich dann aber auch nichts machen. So, was haben wir hier? Oh, sind wir jetzt weggeschossen worden, Alter. Das war ja bitterböse. Hier mit einer 12-8er-Kombi. Aber es hat gereicht. Okay. So. Ah, da hinten in der Base steht sie. Oder er oder es. Ich kann es so schwer ja, vom Spielernamen ableiten, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Für mich klingt es eher weiblich, aber gut. Ich möchte jetzt hier natürlich niemanden kränken. Ne? Wir haben ja da zurzeit so eine ganz, ganz schlimme Genderpolitik. Gut. Dann gucken wir mal. Jetzt gehen wir am besten mit Search rein. Search ist, denke ich mal, jetzt die beste Option, die wir haben momentan. Vielleicht hätte ich auch den Nomad nehmen sollen. Ach, schauen wir mal. Mit Stormrex macht man nie was verkehrt, da sind wir uns ja einig. Jetzt gucken wir mal hinter, ob wir noch eine schöne Salve in die Base hauen können. Und, oh, jetzt musste da natürlich der Brickhouse spawnen. Aber egal, wir haben trotzdem noch bekommen. Was, 3, 2, 1? Sag nicht, es gibt Nachspiel. Es gibt Nachspielzeit. Okay, Nachspielzeit 30 Sekunden. Mir schwant schon wieder Übles. Gut. Wir strengen uns an. Wir gucken, dass der Fall, vor dem ich mich hier gerade fürchte, nicht eintritt. Wir haben Mandria rausgeholt. Hat auch einen Search gespielt mit Stormrex. Der ist immer noch eine gute Kombi. Auch mit dem Search kannst du halt die Tatsache, dass du nicht gemoddet bist, sehr, sehr gut ausgleichen. Und komm, die kriegen wir doch beide noch, oder? Misch? Ernsthaft? Keinen von beiden? Das ist ja schade. Auf jeden Fall kann man mit Search das relativ gut ausgleichen tatsächlich, weil der Effekt, also die Ability, die Fähigkeit von Search, der Storm Dash, ist dem Mech einfach erlaubt, den Gegner sozusagen auszuschalten für einige Sekunden, hat halt in Ruhezeit den abzuknallen, ohne wirklich selber beschossen zu werden, und das macht dann so ein bisschen die nicht vorhandenen Mods wieder wett. Aber ihr seht, es geht. Ich spiele hier komplett ohne Mods. Maria ist da hinten gemoddet. Zumindest hatte der hier gerade einen Mod auf seinem Mech drauf. Einen mehrlagigen Perimeterschild in Episch auf dem Guardian. Es funktioniert. Ihr spielt hier gegen gemoddete Mechs.
gegen gemoddete Bots. Natürlich nicht alles auf legendär, das hatten sie ja geändert gehabt. Und trotzdem funktioniert es. Ihr braucht nicht mal Mods. Ne? Es ist einfach ein bisschen so eine Sache der Umstellung. Ne? Also am besten nicht direkt die Flinte ins Korn schmeißen und euren Account sonst wo hinwerfen oder so, sondern probiert euch erstmal anzupassen, ohne euch die Mods zu holen. Guckt, ob ihr damit klarkommt. Wie ich schon gesagt habe, fürs Early und fürs Midgame kann ich nichts zu sagen. Bin ich einfach schon längst raus, aber so fürs Endgame kann ich auf jeden Fall sagen, das ist machbar. Na, das ist absolut machbar. Und da hatte ich, wie gesagt, natürlich noch eine relativ, ja, ich hatte noch eine etwas andere Meinung vor ein paar Tagen, aber nachdem ich mich einfach intensiv damit beschäftigt hatte und auch wirklich viel, viel, viel gezockt habe im Custom und einfach mal probiert habe, wie man es dann macht und so weiter, muss ich sagen, hey, es ist nur eine Gewöhnungssache. Das ist, natürlich ist es wieder eine Geldmaschinerie von Plarium, die wieder komplett unnötig ist, aber man kommt gut ohne Mods klar. Und solange Plarium jetzt nicht irgendwie was daran ändert, dass die dann auf einmal alle wieder goldene Schilde haben auf Level 6 oder so, dass du da gar nicht mehr durchkommst, solange kann man das auch so zocken. Ne? Also es ist absolut, absolut human. Ne? Und wer mein Wort nicht glaubt, der sieht es ja hier gerade im Spiel. Gut, und somit haben wir auch die letzte Runde für diese Runde, für diese Woche gewinnen können. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was haben wir denn gespielt. Ich bin ja First und Third MVP mit 10 und 3 Kills, insgesamt 16 Kills an der Stelle. Ich glaube, der gute Spieler von Itbert hat gequittet am Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl, gequittet mit 4 Abschüssen. Naja, trotzdem GG. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ihr seht, es funktioniert. Ich habe nicht einen Mod gespielt und ich habe bis auf eine Runde alle Runden gewonnen. Ja? Und das heißt, man braucht es nicht. Ihr müsst nicht in Mods investieren, wenn ihr das nicht wollt. Ihr spielt natürlich gegen gemoddete Bots, das ist vollkommen richtig. Mit dem richtigen Equipment könnt ihr die allerdings auch besiegen. Natürlich, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, keinen Revoker habt oder auch keine Stormrack habt oder was weiß ich, ja natürlich, dann wird es schwierig. Klar, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, natürlich, die Mods sind immer noch nicht das, was ich mir ersehnt habe. Sie sind, meine Meinung bezüglich der Unnötigkeit der Bots hat sich nach wie vor nicht geändert. Aber ich muss wirklich von dem Standpunkt abrücken, dass man sagt, okay, es ist absolut unspielbar geworden, das Spiel, und es geht nichts mehr, man verliert nur noch. Also wenn man wirklich ehrlich sein will und ja, Rückgrat beweisen möchte, dann muss man auch irgendwo mal ein bisschen selbstkritisch sein. Und ich habe einfach am Anfang, ja, wie die allgemein hat, auch einfach zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt. Es ist halt am Ende nicht ganz so schlimm, wie eigentlich gedacht. Es funktioniert nach wie vor. Gut, jetzt schauen wir uns noch zu guter Letzt, hatte ich ja schon angekündigt, mal meine Win-Statistik an. Ich habe diese Woche gespielt 238 Spiele, habe 230 davon gewonnen. Unentschieden waren keine dabei. Das heißt, alle 8 Spiele, die hier auch als Lose drin stehen, waren auch Loses. Ich habe 279 MVPs gehabt. Das heißt, ich war in jeder Runde mindestens einmal MVP und habe 2968 Tötungen. Ja, mit den Tötungen, da lief es am Anfang nicht so gut, am Anfang der Woche. Da habe ich natürlich noch komplett gemoddet gespielt und ja, da hat man halt nicht mehr als 7 oder 8 Stück bekommen. Dementsprechend sind das ein bisschen mehr als, keine Ahnung, 10 Kills vielleicht im Schnitt. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, 10, 11 Kills vielleicht, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber ansonsten war es wirklich sehr zufriedenstellend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, euch vielleicht ein bisschen aufgezeigt, dass es eben schon Möglichkeiten gibt, dieses Spiel nach wie vor so zu spielen, wie man es gewohnt ist. Zumindest in Ansätzen. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.